Also, um jetzt wieder aufs Thema zurückzukommen. Ignoriert solche Agro-Kiddies. Damit ich das jetzt hier auch endlich mal abschließe, das Thema. Ignoriert solche Agro-Kiddies. Es bringt niemandem etwas, die zu provozieren. Klar, im ersten Moment ist es lustig. Klar, lustig, lustig. Haha, aua. Das war nämlich noch Bomben hier. Aber es ist nicht nett, sowas. Das zeugt nur, dass ihr euch auf ihr Niveau ab niederlasst. Und ja, das ist nicht gut. Warum sollt ihr euch auf so ein niedriges Niveau niederlassen? Das ist unterstes Niveau. Das kann man einfach so sagen. Sich wegen einem Spiel aufzuregen, ey, das ist Bullshit. So, das Thema wäre dann geklärt, würde ich sagen. Ha, daneben. So, oder gibt es dazu noch was zu sagen? Eigentlich nicht. Autsch, außer dass mir die Spinne gerade voll... Eieieiei. Nee, nee, nee. Hast du eine Rüstung an? Tatsache. Bäm, bäm, bäm. Einfach mal quer reinklicken. In die Masse hier. Hat er doch tatsächlich was Goldenes an. Ich fass es aua nicht. Dim, 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 dim. Da liegt noch ein Slimeball. Wo sind die Goldrüstungen her? Von mir bestimmt nicht. Ich habe keine weggeworfen, so dass er die aufheben könnte oder so. Hm. Naja, scheint auch keine Slimes mehr zu spawnen. Oh Gott, der Husten. Ein anderes Thema ist so Schule und die Schulzeit. Oder auch meine Schulzeit und so. Was kann ich dazu erzählen? Es war eine harte Zeit. Ich sage extra, es war, da ich schon aus der Schule raus bin. Es war wirklich eine harte Zeit. Schule an sich ist ja bekannt, dass es nicht so leicht ist. Wer hätte das gedacht? Und Schule an sich ist klar, sehr wichtig. Muss man dazu sagen, Schule ist wichtig. Man muss die Schule auf jeden Fall sehr ernst nehmen. Ihr solltet eure Noten stets auf hoher Leistung lassen, weil niedrige Noten bringen euch im späteren Lehrstellensuche gar nichts. Was noch? Irgendwelche Tipps noch so? Lernt. Auf jeden Fall. Lernt auf jeden Fall genug. Sagt jetzt nicht, ja, jetzt zocke ich hier 3 Stunden und lerne danach. Danach werdet ihr nicht lernen. Ihr werdet danach sagen, ah, Gott, Schule, lernen, kann ich morgen auch noch. Und morgen wird es dann wahrscheinlich heißen, ah, verdammt, ich habe keine Lust auf Lernen. Und dann seid ihr wieder die Gelackmeierten, weil... Creeper. Nee, weil ihr dann überhaupt nicht gelernt habt und somit keinerlei Ahnung habt, was auf euch zukommt in Tests etc. Und das wirkt sich dann wiederum auf eure Noten aus. Das ist sehr bekannt. Mein Schwert. Danke. Es wirkt sich nicht nur auf eure Noten aus, es wirkt sich auch allgemein auf das gesamte Berufsleben aus, weil ihr auf diese Noten angewiesen seid für die Lehrstellen. Das mögen jetzt wahrscheinlich eher Jüngere wahrscheinlich sagen, ja, aber Schule ist doch nebensächlich. Ist es eben nicht, das ist genau die falsche Anschauung. Schule ist in diesem Alter das Wichtigste, was man machen kann. Natürlich soll das jetzt nicht heißen, komm, scheiß auf dein soziales Freizeitleben mit Freunden und lern nur noch.
Das soll heißen, schaff dir die perfekte Mischung. Üb genug, dass du hinterher Zeit hast mit Freunden und nicht erst Zeit mit Freunden verbringen und dann hinterher keine Zeit haben mehr zum Üben. Das hilft niemandem. Und hinterher werden dann eure Freunde höchstwahrscheinlich sogar sagen, ja, oder wenn man fragt, ja, was hast du den ganzen Tag gemacht, sagen die dann vielleicht so, ja, gelernt so noch, bis du kamst und so, ne. Und dann steht man da, ne, kacke, hätte ich auch mal gelernt. Und vor allem auch bei den Hausaufgaben, das merkt man ja vielleicht öfters mal, wenn man die mal vergisst, dass man die mal schnell abschreibt. Ist an sich in Ordnung, an sich, wenn man jedoch das Thema selbst kann, also richtig kann. Das soll jetzt nicht heißen, ja, okay, schreibe ich nur noch ab, ich kann's. Fertig. Weil hinterher, die Hausaufgaben sind dazu noch Wiederholung. Das heißt, ihr lernt diesen Stoff noch einmal komplett durch. Dafür sind diese Hausaufgaben eben da. Nicht um euch zu quälen und zu peinigen, eure Freizeit zu töten. Nee. Ihr braucht diese Hausaufgaben, um euer Wissen zu festigen. Ich meine, umsonst sind die nicht da. Also, wenn ihr Hausaufgaben habt, macht sie doch sofort. Warum hinausschieben? Und vor allem, macht es bevor ihr spielt. So nach dem Motto, ja, jetzt kann ich mich belohnen. Das heißt ja, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Klar, ist jetzt für mich einfach zu sagen, weil ich ja aus der Schule raus bin, aber glaubt mir, ich spreche aus Erfahrung. Ich habe es so gemacht. Also nur gezockt, kaum gelernt, schlechte Noten. Apropos schlechte Noten. So. Das ist nicht gut. Das kommt überhaupt nicht gut. Was meint ihr, wie schwer es dann ist, eine Lehrstelle zu finden mit solchen Noten? Vor allem Lehrstellen, die euch interessieren. Ich meine, als Kaufmann zum Beispiel, da kommst du mit einer 4 und... oder... sorry, ich rede gerade von Schweizer Noten, ich nehme jetzt mal deutsche Noten. Da kommst du mit einer 3 nicht so weit, ne? In Mathe, in Deutsch, in Englisch, so ganze Fremdsprachen. Das brauchst du. Das ist die Bildung, die du brauchst. Du verstehst sowieso nicht. Klar, da werden sich jetzt wahrscheinlich viele jetzt ein bisschen angepisst fühlen. Aber es ist leider so, Schule ist wichtig. Das habe ich jetzt nicht so einfach gesagt, um euch zu ärgern oder so. Solche Sachen müssten sein. Ihr versaut euch nur euer Leben. Wenn ihr die Schule jetzt so zweitrangig lasst. Das ist Bullshit. Ganz ehrlich. Ihr könnt das nicht auf die lockere Schulter nehmen. Und wenn ihr mir nicht glaubt und es trotzdem so weitermacht, das ist euer gutes Recht, mir nicht zu glauben. Aber ich muss euch sagen, ihr werdet es sehen. Wenn ihr jetzt ehrlich so weitermacht, wenn ihr so weitermacht, kann es wirklich durchaus sein, dass ihr mit den Noten verkackt. Außer ihr habt natürlich eben diesen perfekten Abwechsel zwischen Schule und Zocken. Oder Freizeit. Bleiben wir bei Freizeit, das ist besser. Es ist natürlich als Außenstehender, es kommt ja auch meistens auf die Umstände drauf an, die gerade im eigenen Hause herrschen. Es ist mir vollkommen bewusst und auch da habe ich schon meine eigenen Erfahrungen mitgemacht, vor allem nach dem Umzug hier in die Schweiz, bla. Es gehört jetzt gar nicht zum Thema. Das kommt nicht gut, wenn ihr sowas macht. Ich weiß nicht. Ja, ich kann auch schlecht so ein Ding nehmen, so ein Beispiel.
weil das falsch wäre. Aber ja, ich mach einfach mal ein Beispiel. Nehmen wir so an, nehmen wir einfach mal Klaus, keine Ahnung. Klaus Eltern scheiden sich. Klaus selbst ist in der, sagen wir, auf dem Gymnasium. Er ist ein recht guter Schüler, schreibt meistens Zweien, manchmal auch eine Eins. Also alles so mündlich, alles gut, beteiligt sich perfekt. Und dann kommt die Sache. Seine Eltern scheiden sich. Klaus, total zerstört, hat keine Ahnung mehr, was er tun soll und lässt sich schleifen. Die Noten werden immer schlechter und er bleibt sitzen. Sowas ist tragisch, so eine Scheidung. Das ist ganz klar. Ich habe da zwar keine Erfahrung mitgemacht, aber das ist tragisch. Da will ich jetzt nichts anderes behaupten und auch niemanden von mir und auch jetzt zu niemandem sagen, dass sowas nicht tragisch sei. Aber es gibt Zeiten, da muss man ehrlich drüber hinwegblicken können. Es bringt nichts, in der Vergangenheit rumzueiern. Diese Erfahrung habe ich ebenfalls schon gemacht. Die Vergangenheit ist passé. Fertig. Egal was ihr wollt. Es wird nicht mehr so, wie es war. Damit muss man sich abfinden. Ihr könnt jetzt nicht sagen, ja, morgen ist bestimmt wieder ein guter Tag. Morgen wird es alles besser und so. Das ist eben genau die Sache. Morgen kann es kann besser werden, ja. Aber wenn man nichts dafür tut, wenn man sich selbst keine Motivation gibt, um es wirklich besser zu machen, wo will es besser werden? Das ist nun mal so. Und das kann man jetzt auch nicht wirklich nicht auf die Schulter nehmen, auf die leichte Schulter nehmen. Es ist nun mal so, wie es ist. Logischerweise. Stein, verdammt. Moment, bringt das überhaupt was da? Ja. Also wir machen das jetzt hier mit diesen Schiebetüren, ne? Das ist hoffentlich sichtbar. So, ich lasse das aber erstmal offen. Und ja, ich will jetzt weiter aufs Thema eingehen. Es ist wirklich tragisch, sowas. Ich hatte es zum Glück nicht selbst miterlebt. Wäre für mich, denke ich mal, auch schwer, ist klar. Aber irgendwann wird dann der Zeitpunkt kommen, da würde ich sagen, okay, das war die Vergangenheit. Zeit fürs richtige Leben. Ne? Wie es sich gehört. Aber es wird dann natürlich auch Momente geben, da würde sogar ich sagen, ach Mann, das ist alles scheiße hier jetzt, ey. Kotzt mich an, bla. Das ist normal. Es liegt in der menschlichen Natur. Und ja, es ist halt so. Kann ich nichts anderes zu sagen. Und warum geht das nicht? Sie an höher. Ist das so? Ja. Okay, muss er vielleicht höher wie Dispenser sein. Okay, kann ich das so machen oder wird es unterbrochen? Wird unterbrochen. Aha. Also, für Leute, die jetzt meinen müssen, zu sagen, ja, du kannst dabei sowas halt nicht mitreden. Das stimmt indirekt. Ich hatte zwar natürlich keine elterliche Scheidung hinter mir, aber versetzt euch mal in meine Lage. Ich bin von meinen ganzen Freunden abgeschieden. Also von den ganzen Freunden aus Deutschland. Was meint ihr, wie scheiße es mir bei solch einer Situation geht? Bestimmt nicht rosig, also. Ich
kann den Entschluss meiner Eltern natürlich verstehen. Das mag jetzt natürlich auch seltsam klingen. Aber ist halt so. Und ich kann halt im Moment nichts dran ändern. Ich kann jetzt nicht sagen, ja, okay, zieh ich wieder zurück. Natürlich werde ich das tun. Das ist keine Frage. Nur im Moment kann ich es halt nicht und kann diese Situation nicht ändern. Dann steigt mir ein Kett auf. Oh Gott. Ich wollte den Schalter eigentlich ein bisschen mehr versteckt haben. Könnte ich das nicht sogar? Ja, der Schalter ist ja hier, ne? Ja. Okay, dann will ich den Schalter. Moment, dann muss ich das hier so ein bisschen nach da ziehen. Schalter hier vorne hin. Geht das? Moment, ich probiere das mal schnell. Der Redstone hier ist noch nicht dran. Oh, Schalter sowieso hier. Okay, wenn ich den Schalter hier hinsetze. Na, verdammt. Fährt trotzdem runter. Okay, ist gut. Also, ich kann mich da eigentlich doch recht gut in diese Situation einfühlen. Da braucht man jetzt auch nichts anderes zu sagen. Was man jedoch sagen kann, das ist ganz klar, dass ich gerade keine Ahnung habe. Nee. Dass ich den Faden verloren habe. Kacke. Ah, ich habe den Faden verloren. Scheiße. Naja, wie gesagt, sowas ist schlimm. Man kann es niemandem vorwerfen, so etwas. Auch keine Scheidung. Das gehört halt im Leben dazu, muss man dazu noch sagen. Ich hätte die vielleicht einen weiter nach vorne tun sollen. Egal. So gefällt mir das schon mal. Kann ich das nicht von hier aus? Ah, okay. Ach Gott, verdammt. Ah, Kacke. Ah, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Im Prinzip kann ich mich da schon in diese Situation hineinfühlen. Zwar jetzt nicht so, als wenn es wirklich, ob es dir wirklich passiert wäre, sagen wir es so. Sondern. Ach, ja, ihr wisst, was ich meine. Das ist die Hauptsache. Also, wie gesagt, so eine Scheidung ist hart. Auch Trennungen allgemein. Ob das nun durch einen Unfall ist und jemand ist verstorben oder ob es jetzt durch einen Umzug sei, wie bei mir, oder es ist halt echt tragisch. Da kann jetzt niemand was anderes sagen. Jedoch muss man auch einfach mal sagen, es gibt Zeiten, da wird es einfach wieder besser. Es hilft nichts, die ganze Zeit auf den Trauerkasten zu sitzen und zu sagen, oh, das Leben ist scheiße. Das bringt überhaupt nichts. Ihr seid auf euch angewiesen, euer Leben so zu gestalten, wie ihr es wollt. Nicht umgekehrt, dass andere diese Entscheidung für euch machen. Ihr bestimmt euer Leben selbst. Zum Teil. Wenn man ein paar Sachen wie Schicksal und so einen ganzen Scheiß außen vor lässt. Ja, ihr entscheidet, was euch passiert. Es gibt zwar Momente, da ist natürlich alles unklar. Aber wenn ihr euch auf solche Situationen vorbereitet und auch wisst, wie man mit sowas umgeht, dann habt ihr schon mal gutes Spiel. Einfach aus dem Grund, weil ihr eben darauf vorbereitet seid. Dann fehlt halt wirklich jetzt nur noch die Frage, wann es zutrifft. Das weiß ich selber nicht. Das
mag jetzt ein bisschen blöd klingen, aber ich habe ehrlich gesagt wirklich keine Ahnung, wie man irgendwie so einen zufälligen Scheiß herausfinden sollte, kann, bla. Das ist einfach so eine Sache, die kann man nicht kontrollieren. Und genau das geht mir auf den Sack.